Herzlich willkommen zum Jupiter-Special, Jupiter in der Waage für die Stiere oder aber auch für diejenigen von euch, die im Aszendenten Stier geboren wurden. Jupiter wird vom 9.9.2016 bis zum 10.10.2017 durch die Waage laufen. Mit der Waage teilt ihr Stiere oder auch die im Aszendenten Stier geboren wurden, ja, die Herrscherin, nämlich die Venus. Dieser Lauf von Jupiter durch die Waage betont hier für euch Stiere einen Bereich des Zodiacs, in dem es um euren Alltag geht, in dem es um euren Arbeitsalltag geht, in dem es um eure Gesundheit geht, in dem es um eure Ernährung geht, in dem es um das Nützliche geht, in dem es darum geht, wie ihr euer Werkzeug, also zum Beispiel euer Arbeitswerkzeug, ein Computer zum Beispiel, oder wenn man Chirurg ist, hat man natürlich ein anderes Arbeitswerkzeug als meinetwegen ein Maler oder ein Schuster, je nachdem, was halt euer Handwerk ist, denn hier geht es ums Handwerk in diesem Bereich des Zodiacs, gut zu behandeln. Und das Werkzeug ist hier nicht nur wichtig im Sinne von eurem Arbeitswerkzeug, sondern natürlich auch euer allerwichtigstes Werkzeug, nämlich euer Körper. Du bist, was du isst, heißt es in diesem Jahr für euch, und von daher solltet ihr eine besondere Aufmerksamkeit auf eure Ernährung legen. Auch natürlich Bewegung, körperliche Bewegung, ebenso wie Ruhephasen, Regenerationsphasen sind hier besonders zu berücksichtigen für euch Stiere. Da es in der Waage auch um Beziehungen geht und in dem Bereich des Zodiacs für euch Stiere es darum geht, wie ihr euch nützlich machen könnt, wie ihr dienlich sein könnt, ja, geht es halt unter Jupiters Einfluss hier auch darum, mal zu schauen, inwieweit ihr hier Menschen, die euch bedienen, in Anführungsstrichen, also die Dienstleistung als solche, ja, aber halt auch im privaten Bereich, im übertragenen Sinne bedienen, ja, wie ihr den Menschen entgegenkommt. Und inwiefern ihr halt eine positive oder vielleicht auch eine negative Einstellung zum Dienen habt, zum sich nützlich machen. Da es in der Waage sehr viel um Höflichkeit, um Anstand, um gutes Benehmen geht, solltet ihr auch dahingehend eure Aufmerksamkeit auf eben diese Bereiche legen. Denn Jupiter vergrößert erstmal das, worauf er trifft. Wenn er auf etwas Negatives trifft, vergrößert er auch das. Wenn er auf etwas Positives trifft, vergrößert er eben das und gibt uns auch dementsprechende Belohnungen. Ja. Entgiftungen sind in diesem Jahr für euch besonders günstig auch, denn Jupiter beherrscht die Leber und dieser Bereich des Zodiacs hat, wie gesagt, für euch Stiere sehr viel mit eurer körperlichen Gesundheit auch zu tun. Von daher sollte man hier allzu fette Speisen meiden und halt wirklich darauf achten, dass sich nicht die Zahl auf der Waage hier in unerwünschter Weise enorm vergrößert. Ja? Diejenigen von euch, die vielleicht schon länger damit liebäugeln, sich eventuell selbstständig zu machen, werden unter diesem Transit von Jupiter durch die Waage auch begünstigt, ebenso wie eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung. Aber allgemein solltet ihr im beruflichen Bereich und natürlich auch im persönlichen Bereich darauf achten, hier Schönheit, Wohlwollen, Diplomatie, Kompromissbereitschaft einzubringen. Teamfähigkeit ist hier super wichtig für euch Stiere und für diejenigen, die im Aszendenten Stier geboren worden sind. Und diejenigen, die schon länger, wie gesagt,
sich wünschen, denn hier geht es um das, was ihr euch wünscht, sich selbstständig zu machen, werden in diesem Jahr außerordentliche Chancen haben, einen fantastischen Geschäftspartner oder auch Geschäftspartnerin zu finden. Ein harmonischer, diplomatischer, fairer, gerechter Umgang mit Kollegen, mit Angestellten, mit Kundschaft, mit Geschäftspartnern ist hier des Weiteren super wichtig für euch Stiere. Wie immer möchte ich bei solchen Videos anmerken, dass ich mich hier ausschließlich auf eure Sonne oder auf euren Aszendenten beziehen kann, aber dass das halt nur eine kleine Facette eurer Persönlichkeit ist und von daher möchte ich das, was ich hier sage, mit einer gewissen Relativität verstanden wissen. Und wenn ihr halt für euch persönlich wissen wollt, wie euch dieser Lauf von Jupiter beeinflusst, welche Zeitfenster es hier gibt, könnt ihr euch natürlich sehr gerne von mir persönlich beraten lassen. Und zwar unter lia@symbolsysteme.de oder über meine Website, über mein Kontaktformular könnt ihr dann Kontakt zu mir aufnehmen. Und für uns alle hoffe ich, dass Jupiter halt in dem Jahr, dass er durch die Waage, durch das Zeichen des Friedens, durch das Zeichen der Harmonie läuft, auch für uns alle wesentlich mehr Frieden und Harmonie in unser individuelles Leben, aber natürlich auch weltlich gesehen, mundan gesehen, für uns bringen wird. Alles, alles Gute. Ciao.